mein privates Leben ist eine größere Herausforderung manchmal, als eine interessante Rolle zu spielen. Ja. Da weiß ich ja, wie es ausgeht. Eine der bedeutendsten und charmantesten Schauspielerinnen Deutschlands war zu Gast in den Burda Medienpark Verlagen. Nach vielen großartigen Erfolgen wie Mein letzter Film, Die Unberührbare oder als Lea Sommer in Die Kommissarin stellte sie jetzt ihren neuen Film Mein Herz in Chile bei Burda Live vor. Es ist ein Thriller, es ist eine politische Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte und es hat eine unglaubliche Wucht. Ich fliege nach Chile. Mach nicht Hals über Kopf. Aber sie liegt im Sterben und sie ist meine Mutter. Das ist Laura. Ja. Seit über 30 Jahren quält mich eine Frage. Eine Frage. Warum hast du meinen Vater umgebracht? Zusammen mit Bettina Zimmermann und Franco Nero geht es um eine Liebesgeschichte, einen Mutter-Tochter-Konflikt und ein alles übergreifendes Familiengeheimnis, das bis in die Zeiten der Militärdiktatur Pinochets zurückreicht. Als Ärztin Laura Hansen zieht Hannelore Elsner einmal mehr alle Register ihres Könnens. Hannelore Elsner gestern bei Burda Live in Offenburg. Mitgebracht hatte sie ihr schönstes Scheinwerferlächeln und einen roten Schal. Bei uns im Programm die Schauspielerin Hannelore Elsner. Hannelore Elsner, ein Star in Deutschlands Film- und Fernsehwelt. Allein schon der Magie ihrer Augen wegen befragen wir die Karten von Arte Kultur. Das sieht ja unheimlich aus. Die Auferstehung. Le Jugement. Nach unserem Ausflug zu Burda Live, nun zur Fashion Week. Auf dem Burda Live Event hat sie uns verraten, was sie an ihrem Beruf besonders begeistert. Ihr Beruf sei ein Lebensglück, sagt Hannelore Elsner, und jede ihrer Rollen eine innere Bereicherung. Beim Live Lunch im Burda Medientower mit Chefredakteuren und Geschäftsführung gab es anschließend Informationen aus erster Hand zu Dreharbeiten, Elsners Leidenschaft für Chile und ihre Pläne für die Zukunft. Als Überraschungsakt trat die chilenische Band Grupo Cordillera auf. Andenpower am Oberrhein. Es war ein weiterer Höhepunkt eines bemerkenswerten Besuchs einer außergewöhnlichen Schauspielerin. Ja, es war wunderschön. Es war wunderschön. Burda Live in Offenburg. Es war toll. Es gab Überraschungen. Die Tische waren dekoriert mit Fotos. Ich habe ganz viele mitgenommen aus dem Film, aus dem Mein Herz in Chile. Es war eine chilenische Tanzgruppe da. Die Gespräche waren toll. Also ich bin richtig glücklich. Ja. Ich bin jetzt zwar auch irgendwie wie ausgewrungen, weil ja, es gab so viele Interviews, so viele Gespräche, aber es war richtig schön, richtig, richtig beglückend. Als sich die einzigartige Hannelore Elsner nach Hause verabschiedete, mag ihr Herz berufsbedingt in Chile gastieren. Doch in Offenburg hatte sie alle Herzen für sich gewonnen.